Moin, liebe Freunde des Wimmelbilds, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Grauen aus der Tiefe, das verwunschene Herz. Wir fahren fort und als erstes fliegt die Cam raus. Ja, hat sich ja richtig gelohnt. So. To win Mary's heart, Remington revealed the truth of his origin. Turns out, Remington was a poor nobleman who signed a pact with the infernal Davy Jones. For the price of his soul, Davy made Remington immortal. The all-powerful Remington joined forces with Caribbean pirates and acquired a formidable crew. And now, thanks to Mary, the captain promised to end his pirate career. The star-crossed lovers planned to marry at once, with all the seas pirates in attendance, to witness their vows to each other. On the eve of the wedding, a military coalition struck the fortress full of defenseless pirates. The Caribbean Sea turned red with blood, and Skull Island became a place of torment. Remington was sentenced to death before Mary's eyes. The young countess was broken-hearted. Ja, logisch. Jetzt fehlen uns nur noch 3 Münzen, Freunde. Also ich würde mal sagen, wir nähern uns langsam dem Ende. Langsam aber sicher. Könnte also sein, na, diese Session vielleicht noch nicht, aber ich denke mal, dass die nächste Session dann tatsächlich Schluss sein wird mit dem Projekt. Schauen wir mal. Gut, wir wissen ja jetzt, die Leiche ist weg. Das beunruhigt uns sehr. Nämlich gar nicht gut. Das ist kein gutes Zeichen. Katakomben und Leuchtturm nochmal. Ja, stimmt. Mhm. Klar. Da muss ich, glaube ich, hin. Genau, da muss ich hin. So, nochmal ab in den Leuchtturm. Genau, da war nämlich die Statue noch. So. Ich bin sicher, ich habe eine ähnliche Statue zuvor schon gesehen. Genau, im Innenhof. Steht so eine. Der Kopf. Der Kopf. Das war der richtige Kopf. Ah, und noch ein Medaillon. Sehr schön. Wunderbar. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal zu ihm. Ich wusste es nicht. Woher? Ich kenne das Spiel ja nicht. Ich kenne das Spiel doch nicht, Leute. Ich spiele zum ersten Mal. Naja, jetzt zum zweiten Mal. Während der, ne, ist klar, wegen Aufnahmesession und so, aber... Ihr wisst, wie ich das meine. So, Cam raus. Und lassen wir den alten Mann hier nochmal reden. Baron Bannister was claimed victorious for killing Remington and his nefarious crew. The Baron capitalized on his success by forcing his daughter to marry the captain of the Royal Navy. Mary endured a childless and unhappy marriage with the old dull soldier. And when her spouse eventually died, Mary, now a wealthy widow, decided to return to Skull Island. Ja, die Geschichte kennen wir ja schon. So, dann machen wir die Cam mal wieder rein. So, jetzt sind es nur noch 2 Münzen, die uns fehlen. Also so langsam, aber sicher neigen wir uns dem Ende zu. So, jetzt müssen wir wieder dorthin und müssen die Tür hier öffnen mit dem Schlüssel. Für was sonst sollte er da sein? Als hierfür die Schatzkammer. Schatzkammer klingt gut. Klingt nach viel Beute.
Eine Krabbe. Ein großer Krebs. Ja, ich glaube auch. Ein Stück des Porträts. Alles klar. Hier war mal was. Es sieht so aus, als könnte ich eine neue Halskette aus diesen Teilen fertigen. Eine neue Halskette. Okay. Achso. Dann springt er gleich darüber automatisch. Den Krebs müssen wir irgendwie verjagen. Die Frage ist jetzt nur, wie? Was haben wir hier? In diesem Podest muss etwas gelegt werden, das die Form von Jones verzauberter Halskette hat. Ja. Die Frage ist, wozu? Die Türen befinden sich unter Wasser. Wie kann ich es ablaufen lassen? Erstmal Porträtstück. Erstmal will ich wissen, was es damit auf sich hat. Gruft. Remington's mad. I couldn't stop him as he took my remains from my grave. He's planning to bring me back, but we'll never recover the time we lost. The doors to the underground bay are sealed with a pattern. I wore this pattern all my life. Ah ja, das ist sie also. Alles klar. Die Halskette der Gräfin, das ist also das Muster, das sie trug. Alles klar. Dann müssen wir das auch mal. So, gucken wir mal auf die Karte. Ja, ist jetzt wahrscheinlich die Schatzkammer. Naja, das habe ich mir gedacht. Und hier ist nichts. Klar, weil wir jetzt gerade keinen Medaillon haben. Aber ich hoffe, dass wir die beiden noch finden werden. Müssen wir wahrscheinlich sogar. Weil, ja, ne? Fund, Davy Jones, wissen wir Bescheid. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Da müssen wir. So, das Muster von der Gräfin. Nein, das funktioniert nicht. Sieht so aus, als könnte ich eine neue Halskette aus diesen Teilen fertigen. Aber irgendwas fehlt hier anscheinend noch. Okay, dann legen wir erstmal das Stück da rein. Nein, das funktioniert nicht. Ich brauche etwas anderes, okay? Okay, dann doch nicht, Jones. Ah, okay. Okay. Ah. Okay. Wenn ich doch nur eine Vorlage hätte. Ja, die haben wir. Die haben wir. Das ist nicht das Problem. Und man kann sogar drehen. Wow. Also machen wir quasi aus einer Halskette des Bösen, machen wir eine Halskette des Guten, oder wie verstehe ich das? Ey, warte mal, das passt nicht. Nee, das passt nicht. Mm-mm. Das passt auch nicht. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Sorry. Ich muss die Halskette aus den Einzelteilen zusammensetzen, ja. Habe ich das Gefühl, das wird nicht passen. Warte mal, ich glaube, das passt schon eher. Ja, das passt auch. Das passt aber nicht. Aber das passt. Okay, das heißt, wir brauchen... Nee, das wird nicht passen.
Das hat sich eh erledigt. Das auch. Ich wollte gerade sagen, das Ding ist gebogen. Das wird nicht passen. Nein. Ob das so passt, ich weiß es nicht, aber ich versuche es jetzt einfach mal. Weil wie sollte es sonst passen? Passt. Wunderbar. Haben wir. Sehr schön. Halskette der Gräfin. Genau. Okay, das Wasser fließt einfach ab. Interessant. Ich hoffe nicht, dass jetzt schon das Ende kommt. Das wäre ein bisschen doof. Weil hier ist auch noch eine Krabbe. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, hier kommt noch ein bisschen was. Okay. Ich habe immer Angst, das war's. Und dann schon. Da ist er. Uh-oh. Tag. I have to admit, you don't give up easily. I'm this close to bringing my love back to life, and I don't have time to bother with you right now. You dare to say she wouldn't want to be resurrected? That's nonsense. It's the only way we can be together after all these years. If you think you're so smart, bring me proof that my beloved doesn't want to return. You would have to summon her ghost, you fool. Ja, das stimmt wohl. Irgendwas habe ich versäumt. Okay, er blockiert uns also. Okay, wir mussten das so machen. Ja, dann gehen wir mal ins nächste Wimmelbild, wa? Beziehungsweise Mahjong, Freunde. Mahjong. Mal wieder, ich weiß. Einmal das. Okay, das passt leider nicht zusammen. Schade. Wäre schön gewesen. Aber nee, passt nicht. Passt nicht, sagt das Spiel. Sowas. Kombinieren wir mal das und dann das. Die beiden. Die Flaschen. Das, 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 das. Vier Anker haben wir hier, dann das, dann ist die Klinge frei. Okay, soweit so gut. Thank you.
Das ist jetzt fies. Ah, sehr gut. Passt. Toll. Also muss der mischen. Scheiße. Oh! Die Hälfte aller Mahjong-Spiele. Mahjong-Bootsmann. Porträtstück. Da haben wir das letzte. Uns fehlt immer noch die Urne hier. Ja, ist klar, wir sollen in die Frucht. Das dachte ich mir schon. Ah, ein Wimmelbild. Und nochmal Mahjong, weil es so schön war. Ja. Weil es so schön war, Freunde. Weil es so schön war. Wisst ihr Bescheid? Das. Pistolen. Machen wir das so. Kreuze klingen. Ja, kommen wir damit. Okay, dann haben wir das schon mal. Vier Anker muss ich hier mit kombinieren. Da waren noch mal vier Anker übrigens. Verdammt. Hab ich jetzt erst gesehen. Die beiden, dann machen wir die beiden und da haben wir noch mal vier Anker. Dann haben wir das, dann haben wir das. Oh oh. Okay. Ah, einmal den Schädel, gekreuzte Klingen. Habe ich jetzt echt nur noch die? Okay. Ja, er muss wieder mischen, war klar. Fluch. Gekreuzte Pistolen. Okay. Das ist eine einzelne Pistole. Ah. Also jetzt passt es doch. Jawohl, haben wir. Sehr schön. Eine Spitzhacke. Wofür brauchen wir eine Spitzhacke? Vielleicht hierfür. Ah. Sie abgeschlossen. Zerbrochene Fliese. Und ein weiteres Medaillon. Sehr gut. Sehr schön. Ah, ich sehe gerade, wir haben gleich schon wieder Partende, Freunde. Ich würde vorschlagen, wir besuchen jetzt noch die Gruft. Beziehungsweise nein, wir gehen erst zu unserem Kumpel. Das zeige ich euch noch und dann werden wir den Part beenden. Zwei Münzen fehlen uns noch, beziehungsweise eine jetzt nur noch. Blende mich nochmal eben aus. Zack.
Und dann einmal die Münze rein. Die vorletzte. Even though Skull Island was now a sad and dreary place, memories of happier times came back to Mary as she started wandering the familiar grounds. Mary used the money she inherited to build a crypt for her and her captain if his body was ever found. Soon after that, the lonely Mary died. According to her wishes, she was buried at the new crypt. Ja, das wissen wir ja. Gut. Eigentlich erfahren wir nur das, was wir schon wissen. Aber egal. Ja, liebe Freunde, ich werde jetzt den Part an dieser Stelle beenden. Im nächsten Part werden wir dann höchstwahrscheinlich, beziehungsweise nicht nur höchstwahrscheinlich, wir werden das letzte Teil des Porträts wieder einsetzen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergehen wird. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wann ihr es gucken werdet. Und ich sage nun einfach, euer Lars sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allem, bleibt mir gewogen und bleibt gesund. Ciao, ciao.